Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Hier ist wieder euer Herr Arbeit. Und zum nun siebten Part vom Abenteuermodus von Super Mario Maker 2. Ihr seht ja, wir können es ja mal hier ein bisschen größer machen. Wir haben im letzten Part alles getan, damit wir hier ein bisschen, ich sag mal so, es hübsch haben. Wir haben Blumen, wir haben Hügel im Hintergrund. Also richtig viel. Das Einzige, was wir nicht gemacht haben, ist, wir haben nicht mit unserer geldgeilen Toadette hier gesprochen und am Schloss weitergearbeitet. Und das werden wir diesmal machen. Und ihr seht ja hier, das erste Obergeschoss des Hauptgebäudes steht. Jetzt kommt man durch das Tor schon mal nach oben. Wie gut das alles aussieht. Mein eigenes Talent macht mir Angst. Boah, ich kotze gleich. Wo soll es weitergehen? So, aber ein bisschen Geld haben wir trotzdem gekriegt und jo, wir fangen am besten, sag ich mal, da an, wo es am teuersten ist, weil wir haben 1689 Münzen und müssten jetzt für das zweite OG des Hauptgebäudes 1300 bezahlen und dann bräuchten wir jeweils 1100 für den Ost- und Westflügel. Deswegen würde ich sagen, machen wir das mal so. Und dann sehen wir jetzt bestimmt auch gleich, oh, 1, 2, 3, 4, 5 Level müssen wir mindestens abschließen, damit wir da weiterkommen. Das heißt also, wir müssen Geld sowieso machen. Es gibt auch 6 neue Aufträge, das sehen wir mal wieder. Und wir gucken, ob hier unser Wauwau, der hat nichts zu tun. Oh! Der lila Tod hat noch Aufgaben für uns. Gut, dann werden wir erstmal die machen, weil ich möchte erstmal so die Nebenaufgaben machen, bevor ich immer mit dem Vorarbeiter quatsche. Deswegen, okay, Aufgabe Lila Tort haben wir wieder eine schöne, ein schön, schönes Thema zu diesem Video. Hat ein bisschen gestockt, aber ihr wisst, was ich meine. Okay, also Intro ab, viel Spaß. So, dann wollen wir den mal anquatschen. Wenn du irgendwas gegen den Kriegspiranha unternehmen könntest, stünde dir diese Röhre offen. Stünde dir diese Röhre offen. Sehr geil. Immer auf die Piranha 12. Schwierigkeit 3 von 4. Diese Kriegspiranha ist das Einzige, was dir hier im Weg ist. Halte B gedrückt, um Supersprünge von seinem Kopf aus zu vollführen. Dann solltest du es doch irgendwie schaffen können, ihn zu vertreiben. Besiege alle Kriegspiranhas, Klammern eine gibt's nur, und erreiche das Ziel. Den Rest überlasse ich dann dir. Alles klar. Dann wollen wir mal gucken. Immer auf die Piranha 12. Fünf Versuche haben wir. Das sollte doch machbar sein. Alles klar. Oh. Okay. Herausforderung angenommen. Jetzt habe ich kapiert, was ich machen muss. Ach, das war zu früh. Das war dumm. Das war dumm. Es war einfach überhastet und zu schnell. Und vor allem, wir müssen sie komplett besiegen. Das habt ihr, glaube ich, gerade gesehen. Ja, Luigi, ich weiß, du willst immer helfen. Weil die Zielfahne, die ist. Oh Gott. Skill. Die Zielfahne, die ist noch nicht sozusagen da. So, jetzt aber. Ah, da hat der Sprung nicht hingehauen. Also warum ich mich immer drehe, das ist nicht, weil man dadurch mehr unbedingt an Strecke hinter sich bringen kann oder so, sondern einfach nur, weil man ein bisschen mehr Zeit hat zum Reagieren. Kommen wir denn da jetzt noch oben irgendwie hin? Ah! Sehr geil. Okay, also doch ein bisschen Skill hat er doch, ne? Der gute alte Herr Arbeit. Ne, cool. Cool. Auch ein relativ einfaches Level, das man so ein bisschen, sag ich mal, replizieren könnte für den Online-Modus, ne? Schnell, kurz, einfach, trotzdem herausfordernd, spaßig. Man kann den Weg ja auch anders machen.
muss man immer gucken. Stimmt, damit ist das erste geschafft. So, hier hinten muss doch auch nachher das Ding hier, ist ja nicht ohne Grund hier. Ist ja wie eine Glühbirne. Wenn man so guckt, da drin ist so ein Wolframdraht oder sowas. Naja, können wir hier hinein? Ach ja, sind wir doof. Deswegen haben wir doch gerade die Kriechpiranha besiegt. Oh, Münzen. Da kommt noch was, glaubt mir. Vielleicht müssen wir auch erstmal jetzt ein anderes Level machen, damit der lila Tot sich woanders hin bewegt. Mhm, so machen wir das. Okay. Wir machen weiter. Wilder Kutschenritt. Auch Schwierigkeits 3. Also heute sind hier ein bisschen schwieriger die Level, glaube ich. So, ich habe ein Level mit einer Feuer-Junior-Clown-Kutsche gebaut. Ach, Hit MC ist mal wieder am Start. Okay. Ich habe ein Level mit einer Feuer-Junior-Clown-Kutsche gebaut. Yeah. Der ist absolut cool, man. Hat Y gedrückt, um harte Blöcke zu zerstören und Gegner zu rösten. Wenn du in eine Röhre willst, steige mit R aus. Hit MC out. Check it out now. Pass auf dich auf. Dann gucken wir mal. Münzen. Wilder Kutschenritt. Level 16. Oh nein, ich hasse das. Der war gut, oder? Ich wollte eigentlich sagen, ich hasse Scrolling Levels. Also ich hasse sie nicht. Ich finde mich dann nur immer so schnell unter Druck gesetzt. Goomba-Armee! Ach Gott. Bloß nicht treffen. Warum? Klasse! Zumindest hatten wir mal kurz den. Waren wir kurz mal groß. Können wir die auch niedermachen? Jo. Mal aufpassen, die schießen auch. Aber nur die, die sich wegducken. Ich kann es erkennen, wenn die schießen. Da war. Den habe ich ja beinahe gar nicht. Je. Das ist die große Frage. Ist das hier der... Ja, das ist, glaube ich, der richtige Weg. Da hinten wäre bestimmt noch was gewesen. Das ist natürlich auch geil. Wir können Buhus in Blöcke bauen. Uiuiuiui. Das war auch schon wieder übelst knapp. So, die Blume lassen wir mal Blume sein. Vielleicht müssen wir nochmal zurück. Gut, jetzt können wir nicht mehr zurück. Hätte sein können, dass da eben gerade was schief geht. Oh, schnell reagieren. Da kam ja gar keine Rakete raus. Da war irgendwas anderes drin, oder? So, das war auch nicht verkehrt. Ich glaube, da wären wir auch gar nicht reingekommen. Oh, es ist gemein. Wir müssen also hier durch. Gut, den haben wir. Dann geht's. Oh, nochmal nur gezwischenspeichert. Ich hätte jetzt gedacht, dass das jetzt Ende wäre. Bei Münzen. Ist das Ende? Och. Gottchen. Bowser Junior. Ist aber ein netter Savepoint, muss man mal sagen. Kurz vor dem sozusagen den Endboss. Dass man hätte nochmal anfangen können. Schöne Ausbeute. 50 Münzen gesammelt. Wir hätten bestimmt mehr kriegen können. Und 200 als Lohn heißt 250 Münzen. Wir haben 700. Das heißt, wir brauchen jetzt noch 400, um einen der beiden Ost- oder Westflügel weiterbauen zu dürfen. Dementsprechend machen wir jetzt Kettengreifer-Hängepartie. Ich liebe... wir haben ja eigentlich den lila Tot. Und der ist jetzt nämlich bestimmt nicht mehr hier. Ha!
Gut, ich bin gut. Ich fühle mich gut. Okay, wenn wir diese harten Blöcke... Wenn wir diese harten Blöcke kaputt kriegen würden, könntest du gegen die Fragezeichenblöcke darüber springen. Stachy Panzerbeschaffung. Auch 3 vom Schwierigkeitsgrad? Okay. Diese Fragezeichenblöcke werden von den nervigen harten Blöcken darunter blockiert, aber selbst harte Blöcke sind nicht unkaputtbar. Mit einem Stachypanzer auf dem Kopf wäre das selbst für mich ein Kinderspiel. Auch nicht verkehrt. Erreiche das Ziel als Stachy-Mario. Siehst du, sowas würde ich auch mal machen. Ein Level im Nachtmodus. Aber ich habe mir jetzt erstmal selbst gesagt, dass die Levelbaureihe jetzt erstmal ein kurzes Aber wie zum Henker. Warte, warte. Warum kann ich wieder zurückgehen? Ich kann doch den Helm nicht absetzen, oder? Kann ich mit irgendwas hier zurückkommen, um die Münzen zu holen? Nö. Wie hätte man die Münze sich holen können? Ah, ich weiß wie. Oh, aufpassen hier. Ich weiß wie, ich weiß wie. Wir hätten nur den linken Wump weghauen sollen. Und dann, oder Womp oder so, wie die heißen, ne? Und dann hätten wir nämlich, oh. Das war ja schon richtig, was ich gemacht habe. Was mache ich denn? Wie geht die Schlange aus? Dann hätten wir nämlich mit dem anderen... Oh. Das schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Ach, scheiß drauf. Und dann hätten wir nämlich... Wie soll ich denn das erreichen? Ja, für alles gibt es eine Möglichkeit. Schade. Um den Gedankengang zu vervollständigen, was wir hätten machen sollen. Jetzt müssen wir aufpassen. Hier sind bestimmt Fragezeichenblöcke, genau. So. Okay. Ist hier noch... Oh, nein, nein, nein! Idiot. Oh, aber gut gelöst. Gut gelöst. Also, jetzt führe ich mal den Gedanken zu Ende. Wir hätten den rechten Wump nicht zerstören dürfen, sondern nur den linken. Dann hätten wir den nochmal so ein bisschen angefixt. Dann wäre der von rechts nämlich rüber geschossen und hätte die Dinger bestimmt kaputt gemacht. Und dann hätte man killen können. Egal, egal. 64 Coins. Ach, ich dachte, ich krieg das Ding. Jetzt kriegt nur der das. Da freut er sich trotzdem, wa? Das Hauptgebäude läuft immer weiter. Mit Hilfe des Stachypanzers habe ich die harten Blöcke zerstört. Jetzt kommst du endlich an diese verführerischen Fragezeichenblöcke. Oh. Oh! Die Superballblume. Neues Element erhalten. Du kannst es beim Levelbau im Spielthema Super Mario Bros. Verwenden. Cool. Ich glaube, ich habe noch gar kein Super Mario Bros. Level gebaut. Und den Super Mario Hut. Eine neue Baumeisterkleidung erhalten. Du kannst sie in Level aus aller Welt verwenden. Und die Super Mario Anzug. Neues Baumeisterkleid. Achso, nee, ist kein Kleid. Sieht aber aus wie ein Kleid. Kleidung. Egal. Das ist alles.
Okay, dann machen wir jetzt nochmal einen Auftrag und dann gucken wir mal, ob der Lila Tod dann noch was hat. Aber es war jetzt, glaube ich, der dritte. Und die haben alle immer nur drei Spezialaufträge. Müssen wir mal gucken. Zeit ist noch genug. Kettengreifer Hängepartie. Bei der Arbeit war nicht viel zu tun. Da habe ich mir ausgedacht, was man mit Kettengreifern alles anstellen kann. Wenn man ihnen zu nahe kommt, lassen sie fallen, was sie gerade gegriffen haben. Probier mal aus, ob du bis zum Ende kommst. Der Grünschnabel-Zimmermann. Schwierigkeit 250 Lohn und wir gucken mal, was es so an Münzen in dem Level noch gibt. Zum Abgrasen. Ja, das war sehr intelligent. Denn nur so komme ich. Oh. Ich würde eigentlich sagen. Ah, da kriege ich einen Schlüssel. Komm mal runter hier, weil nur so komme ich nämlich an die Münzen. Nö, komm auch so an die Münzen. Ah, Idiot! Okay, wir geilen uns die Münzen und dann ist gut. Wer natürlich übelst der, na Idiot, der Münz-Junkie ist, der kann rein theoretisch das Level immer bis zum Ende versuchen zu spielen, alle Münzen zu sammeln und sich dann halt umbringen und so Save Points nicht dazwischen zu machen, weil ihr seht es, die Münzen, die bleiben ja dann erhalten. Ja, oben. Also wir haben ja jetzt schon 10. Dabei haben wir ja nur 4 gesammelt. Ach, das war jetzt auch nicht gerade so intelligent. Okay, da wären wir einfach nur groß. Naja, dann warten wir jetzt ab. Müsste ja sogar hier so. Wunderbar. Okay, ah, das ist ein bisschen komplizierter. So, der muss es jetzt fallen lassen. Und jetzt können wir uns hier schon hinstellen. Wunderbar, da konnte der Schlüssel noch nicht mal mehr erscheinen. So fix waren wir. Komm hier, jetzt. Okay, okay. Wunderbar. Und die Münzen können wir einfach nicht sammeln. Die sind wirklich nur als Hindernis. Ah, alles klar. So. Komm mal her hier. Wunderbar. Ah. Ach, das war's schon. Ach, schade. Das war ein witziges Level. So. Okay. Ach, verdammt. Das war doch ein witziges Level. Gut, Ausbeute war, glaube ich, maximal, ne? Wie gesagt, wir hätten uns jetzt töten können, hätten wir es nochmal machen müssen, aber bei 31. Ganz ehrlich, da spielen wir einfach immer wieder andere neue Level und haben da viel, viel mehr Spaß mit. Aufträge, 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 genau. Was haben wir? Feuerballregen in der Baumschule. Oh, das klingt ja schon mal böse. Gibt aber nicht viel Geld. Mal gucken, was es so sonst so gibt. So, jetzt kommt der Erfahrene, ne? Ich habe mir mal Mühe gegeben und ein paar besonders hübsche Bäume gepflanzt. Irgendjemand müsste aber noch ausprobieren, ob sie tief genug in der Erde stecken. Und das geht am einfachsten, wenn man einmal auf jeden Baum klettert und dann das Ziel erreicht.
Klar, wer kennt das nicht aus der Baumschule oder dem Förster im Wald? Die klettern generell immer oben drauf und erreichen dann das Ziel. Mache einen Handstand, und vor allen Dingen mit Handstand, auf allen Bäumen. 12 Stück sind es insgesamt und erreiche das Ziel. Viel Erfolg. Scheint nicht ganz so schwer zu sein, wenn man bedenkt, dass das ganze Schwierigkeitsgrad ein Stern nur hat. Na, wunderbar. Dann gucken wir mal. Auf dem ersten Baum kriegen wir eine Blume. Auf dem zweiten kriegen wir eine Münze. Ey. Das war schon. Okay. Dann sind die nur da, um da zu sein. Ey, mega. Ups. Als hätte ich es geahnt. Leider ist mein Leben abhandengekommen, aber dafür gibt es ja nichts. Ich hoffe, ich habe keinen Baum verpasst. Wissen tue ich es jetzt nicht so ganz genau. Ei, das ist ja cool. Das war jetzt Zufall. Eigentlich würde ich meinen... Oh, das ist auch nicht schlecht. Nee, hoch. Ein Baum fehlt. Hey, Katze. Ich hoffe, der kommt jetzt noch hier vor Schluss. Ja, da ist er. Gut, alle Bäume erwischt. Und da wir ja Katzen-Mario sind, kriegen wir auch noch die wunderbaren 10 Münzen zum Schluss. Es ist ein Traum. Miau. Ja, wunderbar. Das heißt, es gibt nochmal 185 Münzen drauf und damit können wir einmal das Hauptgebäude abschließen. Oder zumindest das zweite OG. Ich weiß ja nicht, was noch so mit drauf kommt, weil da fehlt oben drauf auf jeden Fall noch irgendwas. Oh. Was ist mit Todd los? Das sieht besorgniserregend aus. Hat er Magenkrämpfe? Was hat er? Aber wir werden uns auf jeden Fall okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass da jetzt was kommt. Gut, wir können nicht weiter bauen. Es ist wirklich was passiert. Und das heben wir uns auf für den nächsten Part. Und hoffe, ihr hattet Spaß. Der ist jetzt nicht ganz so lang, aber muss ja nicht sein. Dafür waren die letzten beiden umso länger. In die 25 Minuten ist immer so mein Ziel bei der ganzen Sache. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn dem so ist. Wenn dem nicht so ist, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Links seht ihr den Abonnieren-Knopf. Habt ihr den Kanal noch nicht abonniert, dann drückt da mal drauf. Unten in der Videobeschreibung, wie immer, auch der Kanal von Lloyd, der da auch das Ganze zockt und auch ab und zu mal meine Level zockt und die hochlädt. Deswegen ist das auf jeden Fall sehenswert. Und auf der rechten Eigenwerbung ist böse. In der rechten Seite seht ihr hier zwei andere Videos. Herr Arbeit, bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.